Liebe Bayern, Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen. Die Corona-Politik der Staatsregierung ist sinnlos. Sie ist opferintensiv und am schlimmsten, sie ist erfolglos. Herr Söder, zum wiederholten Mal stellt sich heraus, als Krisenmanager haben Sie kläglich versagt. Wir fordern einen Strategiewechsel, und zwar sofort. Die sogenannte zweite Welle wurde nicht gebrochen. Die Inzidenzwerte sind willkürlich festgelegt und sie wurden auch noch ganz klar verfehlt. Das sind nicht nur meine Worte, sondern die Worte zahlloser Wissenschaftler. Herr Söder, für dieses Desaster tragen Sie die politische Verantwortung. Es sind Experten, die versuchen, die Bundesregierung zu beraten, so das bittere Fazit von Professor Matthias Schrappe. Die Bundesregierung ist beratungsresistent. Erst recht gilt dieser traurige Befund der Wissenschaftler für die bayerische Staatsregierung, die zu den Superspreadern der neu aufgeflammten German Angst gehört. Ihre Beratungsresistenz bringt nicht nur Millionen Menschen um ihre wirtschaftliche Existenz, sie verursacht auch größte Schäden in unserer Gesellschaft. Ihre Politik der Verbote ist also nicht nur totalitär, sondern rücksichtslos und brutal den Schwächsten gegenüber. Risikopatienten, unsere Seniorinnen und Senioren, werden bis heute nicht ausreichend geschützt. Nicht nur als Politikerin, sondern auch als Bürgerin, die ihre Politik der Gnadenlosigkeit mit Entsetzen verfolgt, fordere ich Sie auf, hören Sie endlich auf die Fachleute, stoppen Sie diese falsche Politik. Geben Sie zu, dass Ihre Maßnahmen gescheitert sind. Dieses Eingeständnis wird Sie vielleicht Wählerstimmen kosten, aber wieder glaubhaft machen. Und beenden Sie diesen zweiten Lockdown, anstatt ihn zu verlängern und auch noch zu verschärfen. Die meisten Menschen, die das Virus in sich tragen, wissen nichts davon. Sie sind auch gar nicht krank und werden durch Corona kaum gefährdet. Die Zahl der tödlichen Verläufe beträgt laut mündlicher Aussage der WHO 0,14%. Weitaus schädlicher ist da Ihre Politik. Lebenswichtige Operationen wurden verschoben. Menschen starben, weil sie sich nicht mehr zum Arzt trauten. Kinder klagen verstärkt über psychische Probleme. Die WHO hat vor diesen schlimmen Folgen sinnloser Lockdowns gewarnt. Jetzt nenne ich Ihnen Vorschläge, die wirklich was bringen, denn die AfD, die hat Lösungen. Schützen Sie die Risikogruppen, anstatt alle Bürger mit Kontaktverboten zu drangsalieren. Dass infizierte Pflegekräfte in Bayern weiterarbeiten müssen, zeigt den Unsinn Ihrer Maßnahmen. Hören Sie auf, Angst und Panik zu verbreiten. Die meisten Menschen können mit dem Virus leben. Als Bürgerin sage ich Ihnen, wir sind keine unmündigen Schutzbefohlenen. Hören Sie auf, Menschen grundlos ein- oder auszusperren. Verbreiten Sie nicht länger irreführende Zahlen. Zitat: Die derzeit verwendeten Grenzwerte ergeben ein falsches Bild, sagt Professor Schrappe. Ein Wert wie 50 Fälle auf 100.000 Einwohner ist inhaltsleer. Zitat Ende. Statt sinnloser Massentests brauchen wir langfristig angelegte Bevölkerungsstudien, aus der hervorgeht, wie viele Menschen tatsächlich infiziert waren und wie viele die Krankheit wirklich durchgemacht haben. Denn diese Zahlen liegen Ihnen laut meiner Anfrage nicht vor. Schenken Sie den Menschen endlich reinen Wein ein. Gegen jeden vernünftigen Rat wollen Sie den Lockdown. Sie wollen die Kontaktbeschränkungen, Sie wollen die Verbotspolitik bis weit ins nächste Jahr tragen. Als Bürgerin habe ich letzte Woche gesehen, wie in Berlin Unrecht in Gesetzesform gegossen wurde. Das dritte Bevölkerungsschutzgesetz, und Sie haben es ja vorhin erwähnt, im Volksmund neues Ermächtigungsgesetz genannt, hebelt schon jetzt unsere Grundrechte aus. Ich muss Ihnen schon sagen, das hat man sich gut abgeschaut. Aber heute bringen Sie mit den neuen Maßnahmen das Fass endgültig zum Überlaufen. Der von Ihnen vorgegebene bayerische Sonderweg, er lässt keine Gnade gelten. Nicht mal gegenüber den Kleinsten, den Grundschülern. Die Maskenpflicht für Grundschüler in Bayern ist ein Verbrechen an unseren Kindern. Gehen Sie vor die Schulen und schauen Sie sich die blauen Lippen unserer Kinder an.
Wer diesem Treiben kein Ende bereiten will, der ist herzlos. Trotz allem wird der Lockdown weiter verlängert und verschärft. Hotels, Gaststätten, Fitnesscenter bleiben zugesperrt. Der Einzelhandel blutet bei geöffneten Ladentüren finanziell aus. Und da helfen auch Ihre kurzfristigen Wohltaten auf Kosten der Steuerzahler nichts. Was bleibt, sind zerstörte Existenzen. Gerade zur Weihnachtszeit ist soziale Distanz nicht solidarisch, sondern unbarmherzig. Statt Liebe und Freude gibt es zu Weihnachten für viele Menschen Arbeitslosigkeit und Insolvenz und damit Kummer und Sorge. Was sind das für Aussichten auf das neue Jahr, wenn es zwar keine großen Silvesterfeuerwerke gibt, dafür aber ein neues Schuldenfeuerwerk? Aber ich sage Ihnen eins, wir werden es nicht zulassen, dass Sie mit Ihrem Zerstörungswerk dauerhaft Erfolg haben. Wir, das sind nicht nur die AfD mit ihren Abgeordneten in den Parlamenten unseres Landes, das sind Millionen mündiger Bürger, denen wir eine Stimme geben. Millionen Menschen, die sich von ihren Wasserwerfern und ihren Polizeiknüppeln nicht einschüchtern lassen. Dass Sie, Herr Söder, nicht bereit sind, den notwendigen Strategiewechsel unverzüglich einzuleiten, wird Ihnen der Souverän, das Volk selbst erzwingen müssen. Alle Institutionen haben bisher fast vollständig versagt. Die Parlamente, die Gerichte und auch die Medien. Als letztes Mittel greifen wir heute zum schärfsten Schwert. Nur noch ein Volksbegehren kann unsere Freiheit wiederherstellen. Denn alle Staatsgewalt geht in Bayern immer noch vom Volke aus. Liebe Bayern, unterstützen Sie das Corona-Volksbegehren, schützt die Freiheit.de. Denn wenn Unrecht zu Recht wird, dann wird Widerstand die erste Bürgerpflicht. Gott schütze Bayern!